Hallo und Happy Halloween. Willkommen zu diesem kleinen Halloween-Special. Ich hatte bisher noch nie was zu Halloween gemacht und dachte mir, wäre ja mal Zeit. Und deswegen hier ein paar spooky Halloween-Vibe-Manga-Empfehlungen, sage ich einfach mal. Und natürlich auch passend gekleidet, wie immer. Kleines Kostüm zusammengeworfen, aber frag mich nicht, was das ist. Ich hatte einfach diese Sachen noch da und keine Ahnung, Vampir mit spitzen Ohren, Dunkelelf, sowas in der Richtung. Ich habe auch übrigens wegen dem Make-up keine Brille auf und gerade keine Kontaktlinsen mehr, deswegen sehe ich nicht wirklich viel. Wundert euch also nicht, falls ich ein bisschen komisch durch die Gegend gucke oder hier irgendwie nach Manga suche, wenn ich die nicht gleich finde. Ich habe ziemlich schlechte Augen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir dann gleich mal los. Wie gesagt, es gibt einfach ein paar spooky Manga-Empfehlungen, die so ein bisschen, in die Halloween-Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Manga, die, sag ich mal, sehen nach Halloween aus oder da kommen Sachen vor, die man mit Halloween assoziiert, die aber nicht wirklich gruselig oder so sind. Und die habe ich jetzt nicht wirklich mit reingenommen. So zum Beispiel, ein Beispiel wäre hier Burn the Witch. Ich meine, es geht um Hexen und so weiter, aber es ist halt nicht gruselig. Deswegen, nur mal so als Beispiel. Ich habe hier auch diese Limited Edition. Die sieht sehr spooky aus, so von außen, aber es geht ja um den Inhalt. legen wir gleich mal mit den, ich sag mal, gruseligsten los oder so und arbeiten uns dann ein bisschen weiter vor zu denen, wo mehr nur so ein Vibe ist. Dazu sage ich dann auch nochmal was. Und ja, da hätten wir dann als erstes Another in dieser Deluxe Edition. Den gab es ja auch mal in 4 Bänden. Und hier gibt es jetzt, also sind die halt zusammen und es gibt noch eine Zusatzstory Zero dazu. Deswegen würde ich auch die Variante empfehlen, wenn man halt wirklich alles sehen will. Und ja, also da geht es im Groben darum, dass da halt jemand auf eine neue Schule kommt und in der Klasse gehen halt so Gerüchte von Geistern um und so weiter. Und eine Person scheint tot zu sein irgendwie und man muss halt aber herausfinden, wer das ist. Also man weiß am Anfang eigentlich noch so gar nicht richtig, was abgeht. Deswegen will ich auch gar nicht so viel dazu erklären. Es ist halt ja Mystery, also die meisten Titel auf dieser Liste sind Mystery. Ich habe übrigens auch keine Reihenfolge, also einfach so random Sachen. Ich finde den ziemlich gut gemacht. Der Zeichenstil ist auch sehr stimmungsvoll für diesen creepy Vibe. Die Farbseiten sind auch drin von den Originalbänden und der hat mir sehr gut gefallen. Ich finde halt, das ist mehr so einer, den man beim ersten Mal lesen wirklich, wie soll ich sagen, da mehr so diese Atmosphäre rüberkommt. Beim zweiten Mal, wenn man dann halt schon weiß, wer der Tote ist, sag ich mal, dann ist es halt so ein bisschen vorweggenommen und nicht mehr ganz so gruselig. Aber auch beim zweiten Mal lesen hat er mir auch noch gut gefallen. Also ich habe ihn ja schon zweimal gelesen, weil ich die einzelnen Bände davor hatte und mir dann den hier geholt habe. Genau, dann haben wir etwas von Junji Ito, der ja auch gerne als, Gott des Horror-Manga irgendwie bezeichnet wird oder so. Ich habe jetzt bisher erst von ihm dieses eine hier, daher kann ich jetzt nur dazu was sagen. Also Uzumaki, das hat mir sehr gut gefallen. Ich will mir auch auf jeden Fall die anderen Sachen auch noch holen. Die sind halt alle auch in diesen Hardcover-Varianten hier zu bekommen bei Carlsen. Und da sind jetzt auch schon einige noch draußen, aber man kommt dann halt immer nicht so hinterher. Zum Beispiel der kostet jetzt 28 Euro. Das sind halt 3 Bände in einem und Hardcover, Großformat, finde ich okay. Aber es dauert dann halt manchmal ein bisschen, bis man mit dem Kaufen hinterherkommt. Ja, hier geht es darum, die Hauptprotagonistin lebt in einem kleinen Dorf. Das heißt Kurosu und da geschehen seltsame Dinge. Überall ist diese Spirale am Werk, also Uzumaki heißt auch Spirale, so dieser Kringel hier und das sieht man halt überall so. Man kennt, das kommt ja in der Natur auch oft vor und so weiter, zum Beispiel Schneckenhäuser. Und hier passiert irgendwas Komisches damit. Also Stück für Stück wird es immer seltsamer und die Leute drehen irgendwie durch und sind wie besessen von dieser Spirale und diverse sehr groteske Sachen passieren. Also das geht mehr so in die Richtung auch Body-Horror, wenn man sowas vielleicht nicht so ab kann, vielleicht eher nichts für einen. Da kommen komische Verwandlungen und so weiter. Sehr kurzgeschichtenmäßig am Anfang, aber das hängt alles zusammen und ich fand das auch sehr gut, wie das so geendet hat. Und wer so mehr, ich sag mal, vielleicht ein bisschen klassischeren Horror mag, ist das hier auf jeden Fall gut. Vielleicht kann ich noch ein bisschen rein zeigen, der Zeichenstil ist auch sehr düster gehalten, also wenig so Rasterfolien und sowas, sondern mehr dunkle Linien. Ist hier auch noch so eine Seite, genau, Farbseiten hier. Ja, sehr crazy.
Dann haben wir hier sowieso einen meiner Lieblingsmystery. Ich habe jetzt nur so ein paar Bände hier, weil manche Reihen sind ein bisschen länger, da will ich jetzt nicht alle hochhalten, aber damit man so ein bisschen die Buchrücken auch sieht. Ja, der ist in 9 Bänden abgeschlossen und zwar ist das Ghost Tower. Den hatte ich ja auch schon bei meiner Mystery-Liste vorgestellt. Ja, ich finde nämlich, hier kommt wirklich diese gruselige Atmosphäre gut rüber. Also es gibt mehr so Manga wie halt Uzumaki, die mehr so mit so Schockmomenten arbeiten und dann gibt es welche, die mehr so diesen schleichenden Grusel irgendwie haben. Und ja, hier geht es halt um das Geheimnis des Uhrenturms. Da ist nämlich ein Mord passiert, wie man hier auf dem Cover sieht. Wurde jemand festgebunden an den Uhrenzeigern und naja, ist dann halt gestorben, wie die sich bewegt haben und so. Und ja, das ist sogar schon zweimal passiert und dann passieren noch mehrere mysteriöse Mordfälle und solche Sachen. Und unsere beiden Hauptprotagonisten werden das dann aufklären. Also da sind Detektive auch am Werk und es gibt halt auch irgendwie so, da soll es auch irgendeinen mysteriösen Schatz oder sowas im Uhrenturm geben, aber man findet da irgendwie nichts und ja, das hängt alles mit diversen Sachen zusammen. Ist halt Mystery, wie gesagt, also löst sich dann halt im Laufe der Reihe auf und ja, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsmystery, kennen leider sehr viele Leute irgendwie nicht, also schaut euch den gerne an, der ist super toll. Ja, dann wieder etwas mehr in die Richtung, ja, direkter Horror mit so mehr so Schock, wie gesagt. Da haben wir dann Corpse Party. Da habe ich auch noch nicht alle. Ich habe erst 1 bis 4 und 7. Die haben auch in der Erstauflage solche bunten Farbschnitte. Ja, der ist ja vielleicht ein bisschen eher bekannt. Also das ist jetzt auch hier die, ich sag mal, Hauptreihe Blood Covered. Es gibt auch noch Spin-Off-Reihen. Weiß noch nicht, ob ich mir die holen werde. Ja, da geht es halt darum, dass eine Schulklasse quasi in eine andere Dimension versetzt wird. Also da, wo ihre Schule ist, war früher eine Grundschule oder in einer anderen Dimension ist die jedenfalls, werden die da halt ja, hin verfrachtet, weil sie so ein komisches Ritual machen. Und dort sind halt Morde passiert und deswegen sind dort Geister unterwegs. Und die Gruppe wird halt aufgetrennt und sind dann auch in verschiedenen Teildimensionen oder irgendwie so unterwegs. Das checkt man auch am Anfang erstmal noch nicht so ganz. Und dann ja, versuchen sie halt wieder zusammenzukommen und von diesem Ort zu flüchten. Und viele sterben halt dabei durch die Geister und so weiter. Ja, und naja, da ich es auch noch nicht komplett habe, weiß ich auch noch nicht so, ob die es dann da rausschaffen oder so. Aber ja, habe auf jeden Fall vor, das noch fortzuführen. Hier ist halt, der Zeichenstil ist ziemlich niedlich, wie man ja auch am Cover sieht. Also da ist eher mehr auch so ein Kontrast zwischen Charakterdesign und dann so cute Momenten, sag ich mal, zwischen den Charakteren und dann halt diesem Horror. Genau. Dann haben wir was mehr in die, ja, klassische Halloween-Richtung, könnte man sagen. Und zwar Darren Shan, also es geht um Vampire. Um Vampir-Stories habe ich ja auch einige noch auf dem Plan. Wie gesagt, es ist halt nur, weil es um Vampire geht, nicht unbedingt immer gruselig, aber ich finde, der hier passt so gut mehr so in diese klassischen Vampir-Sachen auch rein. Den habe ich ja auch in meiner Mystery Top 10 schon vorgestellt. Deswegen, ja, nochmal kurz. Also es geht halt um Darren und einen Freund von ihm, die zu einem Zirkus gehen, der in der Stadt ist. Und bei diesem Zirkus sind halt auch, ja, echte, übernatürliche Wesen, halt auch ein Vampir. Und es kommt dann halt dazu, dass halt im Endeffekt Darren auch zum Vampir wird. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie. Und er hat dann halt von seinem Leben Abschied nehmen muss und diese Vampirwelt eingeführt wird. Und darum geht es halt im Laufe der Reihe auch, wie er da reinkommt und diese ganzen Sachen kennenlernt. Und ja, finde ich super gut gemacht. Ich mag den sehr gerne. Leider auch sehr unbekannt und leider auch vergriffen. Man kennt es aber. Ja, ich habe auch sehr viele, die nicht vergriffen sind auf dieser Liste, also keine Sorge. Ich stelle ja gerne mal vergriffene Sachen vor, weil da einfach leider viele meine Favoriten sind. Aber ja, so viel dazu. Vielleicht noch ein paar Sachen zum Zeichenstil noch ein bisschen. Ist halt auch ein bisschen was anderes. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir was in die Splatter-Gore-Richtung mehr. Magical Girl of the End. Der ist, wie viel waren es? Ich glaube, 16 Bände ist er abgeschlossen. Übrigens Darren Shan in 12 und Corpse Party in 10. Ich vergesse das nochmal zu sagen. Ja, Magical Girl of the End, da sieht man ja auch schon an den Covern. Die Magical Girls, die hier vorkommen, sind nicht sehr nett. Ja, die Story fängt eigentlich ziemlich simpel an. Also Hauptcharakter sitzt in der Schule. Auf einmal bricht ja quasi die Apokalypse aus. Magical Girls regnen vom Himmel und morden sich durch die Gegend. Ja, also die ersten circa 3 Bände ist sehr viel Gore einfach nur. Und man denkt, so ist hier überhaupt eine richtige Story. Aber glaubt mir, die Story kommt. Und wie die kommt. Also ich war am Ende so verwirrt. Ich muss die auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Ja, hat eine ziemlich komplexe Story gegen Ende. Ja, auch so Zeitgeschichten und sowas mit dabei.
Und ja, halt am Anfang auch sehr mysteriös. Man muss halt erstmal rausfinden, was hat es denn jetzt mit diesen komischen Killer-Magical Girls auf sich. Und ja, auf jeden Fall eine sehr creepige Stimmung. Dann haben wir hier Box of Spirits, eine fünfbändige Reihe. Den empfehle ich ja auch immer wieder gerne, wo ich nur kann, weil den kennen auch nicht so viele. Und ich glaube, den kann man eigentlich sogar noch ganz gut bekommen, gebraucht. Und ja, ist auch einer meiner Lieblingsmystery. Ich weiß gar nicht, ob er auf meiner Top 10 war. War auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ihn auf jeden Fall erwähnt. Ja, und der ist halt so ein bisschen mehr in die Krimi-Richtung, aber ich finde, der ganze Vibe hier ist auch ziemlich spooky und so. Deswegen wollte ich ihn hier auch erwähnen. Ja, es passieren halt diverse komische Mordfälle. Also es fängt halt mit einem bestimmten an und da wird dann halt auch ein gewisser Detektiv dazugezogen, der das Ganze dann halt aufklärt und einen so ein bisschen so durch die Story, ja, führt und sehr viel erzählt. Also der ist sehr, sehr textlastig, aber ich finde, ja, dadurch kommen halt viele Sachen sehr gut rüber. Also wird so ein bisschen rumphilosophiert, auch manchmal, was ich ja ganz cool finde. Und es sind ja auch nur 5 Bände, daher ist es auch nicht so schlimm mit dem vielen Text. Und ja, ich meine, es heißt ja auch Box of Spirits, da geht es dann auch um so gewisse Boxen, wo auch Menschen drin waren und so weiter. Und ja, können wir vielleicht ein bisschen auch hier anfangen, Farbseiten zeigen. Ja. So, welchen nehme ich dann nächstes? Da hätten wir dann Psychic Detective Yakumo, der ist in 14 Bänden abgeschlossen. Ja, hier geht es halt um Geister, also um Yakumo, der Geister sehen kann mit seinem einen roten Auge. Und ja, dann geht es halt darum, so Fälle aufzuklären, wo halt Geister involviert sind, als Detektiv halt, ne? Schülerdetektiv quasi. Und ja, also es ist am Anfang auch noch so ein bisschen kurzgeschichtenmäßig, aber das alles hängt dann, ich sag mal, mit Yakumos Vergangenheit zusammen und mit anderen Sachen halt um ihn herum. Und fügt sich dann am Ende so zusammen. Und ja, fand ich eine sehr schöne Story. Und ja, durch die Geister halt auch recht creepy. Dann hätten wir noch einen, der ist jetzt nicht direkt gruselig, aber ich fand, es hatte auch auf jeden Fall so eine Halloween-Atmosphäre. Und zwar Bloodlad. Ich habe jetzt hier mal den 16. bis den 17. abgeschlossen. Ich wollte jetzt nämlich nicht alle Bände rausholen, weil die sind in so Schubern. Die habe ich hier auch. Also es gibt 3 Stück und dann die letzten 2 sind leider einzeln. Ja, hatten ja auch diese bunten Farbschnitte in der Erstauflage. Und ja, bei Bloodlet geht es ja um hier, wie war nochmal ihr Name? Fuyumi, die hier, die aus Versehen in die Hölle gerät und dort dann von einer komischen Pflanze gefressen wird und seitdem ein Geist ist. Man kann sie aber noch retten und das hat der Vampir Stas vor, der sich halt gleich irgendwie in sie verguckt hat und möchte ihr dann halt helfen, wieder lebendig zu werden. Und dann reisen sie halt durch ja, die Hölle oder Dämonenwelt oder wie auch immer. Und da tauchen dann halt diverse, ja, Gestalten auch auf. Und ja, ist halt auch teilweise eher witzig gemacht. Hier steht Mystery drauf, aber ich würde es auch eher als Action mit einkategorisieren. Aber hat auf jeden Fall diese Halloween-Vibes. Ja. So, dann muss ich mal hier drüben ein paar greifen. Da hätten wir dann erst noch. Zeige ich am besten den neuesten Band, weil der am gruseligsten quasi aussieht, sage ich mal. Ja, und zwar Bright Sun, Dark Shadows. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt ganz erkennt auf dem Cover, aber hier sind so creepige Babys drauf. Ja, die Reihe wird dann in, ich glaube, es waren 13 Bänden, 13 oder 14 abgeschlossen sein. Also ist gerade noch am Laufen und da geht es halt um Schatten. Also der Hauptcharakter kommt auf seine Heimatinsel zurück und dort sind halt komische Schatten. Also das ist so eine Legende von solchen Schatten, die irgendwie Leute quasi imitieren und dann Doppelgänger von denen sind und die dann auch irgendwie umbringen und so. Und naja, es stellt sich halt heraus, dass die Legende nicht so ganz nur eine Legende ist, sondern auch was dran ist. Und die ganze Story ist dann so ein Zeitschleifending. Also der Hauptcharakter muss dann immer wieder den gleichen Tag durchleben, um dann da gewisse Sachen aufzuhalten, die da so am Abgehen sind mit den Schatten. Und ja, die Schatten sehen halt auch ziemlich creepy aus und so und hat auch diese ganze Atmosphäre auf so einer kleinen abgeschotteten Insel. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir wieder ein bisschen was Lockereres, sag ich mal, mit Zombies. Undead Messiah ist in diesen 3 Bänden abgeschlossen. Ja, Zombie-Apokalypse, aber wie gesagt, ein bisschen lockerer. Der Hauptcharakter schlägt sich da ganz gut durch. Es gibt auch eigentlich sonst nicht so viel zur Story zu sagen. Also es ist halt eine Zombie-Apokalypse und dann ja, muss man erstmal gucken, was da jetzt abgeht. Der Hauptcharakter findet dann auch noch viel über die Zombies heraus. Also es sind auch mal, ich sag mal, auch wieder ein bisschen andere Zombies. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie, weil das ist ja, das kommt ja da noch raus. Und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. So Zombie-Sachen kann man immer mal lesen. Und ich fand, es war ein guter, wie soll ich sagen, so eine gute Version dieses Genre. Ja, deswegen wollte ich das auch mit reinnehmen.
Dann generell einer meiner absoluten Lieblingsmanga. Und zwar Dorohedoro. Der ist auch noch gar nicht so lange draußen. Ich habe mich mega gefreut, dass der nach Deutschland gekommen ist. Der Anime gefällt mir dazu auch sehr gut. Den habe ich halt vorher schon gesehen. Ist auch auf Netflix. Und ja, hier ist einfach der Zeichenstil auch. Es passt einfach alles so richtig in so eine creepige Atmosphäre. Ja, und zwar geht es um eine Welt, die wird genannt das Loch. Und dort kommen immer Magier aus ihrer eigenen Welt hin und üben ihre Magie, experimentieren an unschuldigen Leuten rum. Das gefällt denen natürlich gar nicht, aber was sollen sie machen? Und einer der Hauptcharakter, also der Hauptcharakter ist dann auch einer von diesen Leuten, die in diesem Loch leben. Und er hat einen Reptilienkopf. Und er weiß halt selber nicht, wie das passiert ist. Er wurde wohl verzaubert und möchte jetzt den Magier finden, der ihm das angetan hat. Und so geht halt die Story los, aber das ist nicht alles, worum es geht. Also wir sehen auch Leute von der Magierseite, von den verschiedenen Welten. Und die kämpfen halt mit so einem Nebel auch. Und alle tragen da irgendwie Masken, halt auch wegen so diesen schlechten Verhältnissen dort. Auch so die Luft ist dort auch ziemlich schlecht in diesem Loch und so weiter. Und ja, es hat einfach eine super so creepige Atmosphäre, ist aber auch viel Comedy mit dabei. Also es ist einfach verrückt, kann man sagen. Verrückt ist ein ziemlich gutes Wort, um diesen Manga zu beschreiben. Hier zum Beispiel die erste Seite finde ich auch, sieht einfach sehr schön aus, da sieht man den Zeichenstil gut. Und ja, ich liebe den einfach nur, also komplette Empfehlung, guckt einfach mal rein. So, dann haben wir noch eine ältere Sache und zwar ist das Mermaid Saga in den 4 Bänden abgeschlossen. Sollte man gebraucht noch irgendwie rankommen, auch wenn es vielleicht ein kleines bisschen dauert. Das ist eine alte Reihe von Rumiko Takahashi und ich mag ihre Sachen ja sowieso generell ganz gerne, auch wenn da so ein paar dabei sind, ne? Aber so insgesamt. Und ja, ich finde, das ist mehr so ein Oldschool-Horror vielleicht auch ein bisschen oder Grusel eher. Also es geht um Meerjungfrauen und halt, also natürlich nicht die nette Art von Meerjungfrauen. Und zwar geht es halt vor allen Dingen um ihr Fleisch. Also es wird gesagt, dass Meerjungfrauen Fleisch irgendwie unsterblich macht. Und tut es offenbar auch, denn unser Hauptcharakter ist schon 500 Jahre alt und sucht halt Leute, die auch so sind wie er. Und dabei wird dann halt zum Beispiel, wird dann so mit Meerjungfrauen Fleisch irgendwie so irgendwo gehandelt. Und dann trifft man halt natürlich auch auf Meerjungfrauen. Aber es geht mehr um diesen Mythos dahinter und es ist ja alles recht ja, creepy auch gehalten. So, dann noch eine kurze Reihe und zwar Lupus in Fabula in den 3 Bänden abgeschlossen. Ja, das ist auch eher mehr so was Lockeres, sag ich mal. Also es geht um paranormale Vorfälle, kriminelle Sachen, sag ich mal, die da auftreten und dann halt ein Werwolf-Detektiv sich darum kümmert. Also der Hauptcharakter ist halt ein Werwolf und dann kommen zum Beispiel auch Hexen tauchen auch noch auf und so weiter. Also ja, hat mir ganz gut gefallen. So, und dann habe ich noch einen, der halt wirklich Halloween schreit, finde ich. Auch wenn es an sich nicht direkt gruselig ist, aber die ganze Atmosphäre. Und zwar ist es Soul Eater. Ich fand auch dieses Cover hier zeigt es eigentlich ganz gut mit diesem creeping Mond, den man auch die ganze Zeit sieht. Also ich schätze mal, die meisten dürfen Soul Eater vielleicht kennen, aber für die es nicht kennen, also es geht halt um ja, Leute, die halt mit Waffen kämpfen und Seelen einsammeln und unter anderem auch die Seele von einer Hexe. Und dann können die Waffen sich halt so, ich sag mal, ja, ein neues Level erreichen. Genau. Ja, und es geht halt um diese Akademie, wo diese Leute halt sind. Und das ist halt, da kann man noch nicht so ganz erklären, warum das irgendwie gruselig ist oder dieser Vibe halt einfach irgendwie hat. Also es liegt auch sehr an den Zeichnungen. Und sagen wir einfach mal so, im Laufe der Serie bricht so ein bisschen der Wahnsinn aus, vor allen Dingen in den letzten Bänden. Und das ist halt das, was ich meine damit. Und deswegen gehen wir auch hier gerade, sag ich mal, in die Manga über, die vielleicht nicht 100% von vorne bis hinten irgendwie Halloween-y sind, aber wo auf jeden Fall diese Elemente mit drin sind. Und ich finde halt, Soul Eater ist sowas einfach, was so diesen ganzen Vibe ausstrahlt. Also von den Zeichnungen her, von mehr so Richtung Ende, was da passiert. Und naja, es kommen halt auch Hexen vor und ja, der Leiter der Akademie ist auch irgendwie so ein Shinigami und so weiter. Also solche Sachen sind da halt auch, ja. Also es ist auch schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Also sorry, falls ich da vielleicht irgendwas Falsches erwähnt habe oder so. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich muss die Reihe auch nochmal lesen. Also hat mir insgesamt gut gefallen. Und ja, so, wie gesagt, dann kommen wir so ein bisschen zu den Sachen, die mehr so Vibes haben, aber vielleicht nicht so 100% gruselig sind oder so. Und zwar haben wir da einmal Wasserlord. Wenn ich über Vampirsachen und so rede, muss ich die natürlich auch erwähnen. Der ist ja schwer zu bekommen, aber ich erwähne ihn einfach nur mal so. Ich meine, zur Story, zu denen hier sage ich jetzt nicht viel zur Story. Es kommen halt einfach Vampire vor. Ja,
Außerdem haben wir dann noch Black Butler. Da habe ich ja die Bände auch hier stehen. Ja, ist ja auch mein Lieblings-Mystery. Und der hat halt auch immer wieder so Elemente. Es gibt einen Arc, wo Zombies auftauchen. Es gibt, ja, Shinigamis sind sowieso auch, also Todesgötter am Start. Undertaker ist auch da. Der ist auch ziemlich creepy. Also der kümmert sich ja so um die Leichen und so weiter. Und ja, da sind einfach immer mal wieder so Sachen drin. Es ist jetzt nicht im Grunde genommen eine gruselige Story oder so, aber es hat so Elemente. Und ja, ist einfach nice. Dann Jujutsu Kaisen und ich würde auch gleich im gleichen Zug noch Tokyo Ghoul nennen. Also bei Jujutsu Kaisen kommen ja Flüche vor und bei Tokyo Ghoul die Ghule sind ja auch mehr so creepy. Also ja, die Stimmung würde ich sagen. Servamp halt auch. Es sind Vampire und auch vor allen Dingen am Anfang mehr gibt es auch solche Vibes. Aber ich finde, das nimmt dann halt auch ab und ist dann mehr so ein Action-Manga auch. Aber es kommen auf jeden Fall Vampire drin vor. Dann haben wir hier Ruinenmärchen, das ist ein Einzelband von der Adekan Mangaka und ich glaube, den kann man eigentlich noch bekommen, so Adekan ist ja vergriffen und der ist vielleicht ganz gut zum Reinlesen, wenn man mal was von der gelesen haben will und auch Adekan hat teilweise so creepige Vibes, sag ich mal, also das besteht ja auch teilweise ein bisschen aus Kurzgeschichten und da kommen manchmal so Sachen vor, die einfach sehr mysteriös und unheimlich sind, aber die Geschichte im Großen und Ganzen ja, ist jetzt nicht direkt gruselig, so deswegen wollte ich es auch mal erwähnen, weil ich finde, dass in vielen Kurzgeschichten von Tsukiji Nao, ja, solche Elemente vorkommen und ja. Ja, dann auch The Promised Neverland, da würde ich sagen, ist halt einfach der Anfang, so, also da kommen ja auch solche Monster vor und diese Kinder, die, ja, in diesem Kinderheim sind, das eigentlich gar nicht wirklich eins ist und da halt, ja, ausbrechen wollen und da sind auf jeden Fall auch diese Vibes. Genau, ich mag den ja auch generell sehr gerne. Dann habe ich noch Arjin. Ja, ich finde, da sind es halt auch mehr so die Cover. Also ich finde, das Cover sieht sehr creepy aus. Und ja, da geht es ja um diese Arjin, was halt einfach unsterbliche Menschen quasi sind. Wobei es sind ja keine Menschen in dem Sinn, aber sehen halt aus wie Menschen. Und die können diese Kreaturen hier halt auch erschaffen, mit denen sie dann kämpfen. Aber die, der Fokus der Story liegt halt mehr auf den Mindgames auch und so weiter. Aber da kommen halt eben diese creepigen Monster vor. So, dann habe ich noch was Witziges, was halt auch mit Vampiren und Werwölfen zu tun hat. Und zwar Mein Leben als Werwolf-Butler. Da geht es darum, dass ein Werwolf versucht, einen Vampir wegen einer Sache umzubringen, aber er schafft es die ganze Zeit nicht. Und ja, ich finde die super witzig und mag die sehr gerne. Das ist nur eine zweibändige Reihe, kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich halt noch ein paar Boys Love, in denen Vampire und Werwölfe auftauchen, die wollte ich auch noch erwähnt haben. Und zwar einmal The Vampire Has a Death Wish, also offensichtlich geht es hier um Vampir. Und dann Coyote und Alpha hoch 2, da geht es um Werwölfe. Genau, aber sind halt keine gruseligen Stories, deswegen wollte ich es nur mal erwähnt haben. Und dann noch zum Schluss habe ich noch was, was kein Manga ist, aber hier auch sehr gut reinpasst. Und zwar Fangs, das ist ein Comic. Ja, ist mehr so Comedy-mäßig eine Beziehung zwischen einer Vampirin und einem Werwolf und der gefällt mir auch sehr gut. Ich habe jetzt hier auch die englische Ausgabe, weil die mir sehr viel besser gefällt als die deutsche. Und ja, da habe ich mal eine kleine Ausnahme gemacht, aber ist ja kein Manga, weil sonst kaufe ich ja keine englischen Manga halt. Ja, genau. Das waren dann eigentlich auch alle Manga, über die ich reden wollte. Ich hoffe, ich habe vielleicht nicht zu schnell geredet, aber mir ist auch schon recht warm in diesem Outfit und ich wollte das Video heute unbedingt noch gedreht haben und hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner Einblick, was es so für Manga gibt, die mehr so ja, in den Halloween-Bereich fallen und ja, teilweise ziemlich gruselige Stories haben und dann halt auch noch ein paar lockerere, sag ich mal. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Halloween und wir sehen, hören uns bei einem nächsten Video. Bye!